Was sind jetzt deine Ziele für heute? Durchkommen, ohne zu sterben. Also das Rennen heute beim Tübinger Erbelauf war super. Das Wetter hat erstmal super mitgespielt, die Zuschauer waren der Hammer. Und ich hatte zwei kenianische Mädels, die mich ganz schön gefordert haben. Ja, und leider am letzten Berg haben sie mich dann auch abgekesselt. Und ich bin Dritte geworden, aber bin trotzdem super zufrieden. Here in Tübingen is a quite fantastic race compared to Hamburg, where I was running number two last week on Sunday. So this one was more enjoyable and I feel great. Wie ist es dir gegangen? Schön, weil Sie können die Strecke ruhig, ich glaube, wir haben 10,5 Kilometer verkürzen. Das machen wir nicht, ey. Wir lassen das bei 10 Kilometern. Ne? Aber kommst du wieder vorbei? Ja, ich denke schon. Das war richtig schön, die Zuschauer, der Hammer. Also immer wieder gerne. Und war zwar hart mit meinem kinderischen Mädels, aber die haben eine schöne Trieben hier durch die Gassen. Wir haben heute wieder ein sensationelles Rennen gesehen. Die Bedingungen waren einfach perfekt. Die Sonne kam raus, war warm, es hat nicht geregnet und wir haben ein sehr, sehr starkes Starterfeld gehabt, auch von Spitzenläufern und natürlich unsere Gäste, unsere Läufer aus dem Breitensport. Es war einfach rundum ein gelungenes Rennen, spannend von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und wir hoffen, dass wir beim Jubiläumsrennen im kommenden Jahr wieder gleiche tolle Bedingungen haben werden. Absolut begeistert. Wir waren jetzt zum vierten Mal heute das größte Firmenteam beim Erbelauf. Hatte nach mehreren Jahren Schlechtwetter heute absolut brillante Bedingungen. Tolle Sonne, kein Regen, sehr viele Zuschauer, tolle Kulisse und ein absolut grandioses Event von A bis Z.